Hand aufs Herz, wer war nicht schon mal beim Autofahren abgelenkt, weil das Telefon klingelte oder eine neue Nachricht ankam? Nur den Diszipliniertesten scheint es zu gelingen, dieser Versuchung zu widerstehen. Und ja, die Versuchung ist groß. Beim iPhone gibt es jetzt eine neue Funktion, die heißt beim Fahren nicht stören. Und diese Funktion möchte ich hier in diesem Video vorstellen. Die Funktion bewirkt, dass beim Autofahren neu ankommende Nachrichten oder Anrufe temporär lautlos gestellt werden und das Display schwarz bleibt. Die Nachrichten kommen aber dennoch auf dem Telefon an. Und wie man diese Funktion einstellt, das zeige ich Ihnen jetzt. Wir haben hier ein iPhone 6. Das ist zwar schon ein etwas älteres Modell, aber das macht überhaupt nichts. Die Hauptsache ist nämlich, dass das Betriebssystem iOS 11 oder neuer installiert ist. Das überprüfen wir mal schnell. Wir gehen hier in die Einstellungen rein, dann auf den Punkt Allgemein, Info und dann können wir hier unten bei Version sehen, was installiert ist. In diesem Fall ist das sogar 11.2.5. Das passt also soweit. Jetzt wollen wir die Funktion beim Fahren nicht stören aktivieren und dazu gehen wir wieder in die Einstellung rein. Gehen jetzt hier auf den Punkt nicht stören, gehen weiter nach unten und hier befindet sich jetzt der Komplex beim Fahren nicht stören. Der ist von Haus aus leider auf manuell gestellt. Wir würden uns hier natürlich wünschen, dass Apple von vornherein die Funktion aktiviert. So aktivieren wir die Funktion aber nachträglich, gehen jetzt in das Menü rein und tippen auf automatisch. Man kann auch einstellen, dass das geschieht, wenn das Telefon mit dem Bluetooth im Auto verbunden ist. In diesem Fall würden sogar Telefonanrufe automatisch über die Freisprecheinrichtung durchgeleitet werden. Nur Nachrichten und Ähnliches würden temporär stumm geschaltet. Ja, wer noch mehr über die Funktion beim Fahren nicht stören wissen möchte, der kann hier auf weitere Infos tippen. Stellt sich jetzt noch die Frage, was ist eigentlich, wenn ich Beifahrer bin? Ja, das erkennt das smarte Telefon natürlich noch nicht. Wir haben hier mal einen Screenshot vorbereitet. Das würde dann so aussehen. Die Funktion beim Fahren nicht stören wäre dann so aktiviert. Ich drücke dann den Home-Button und dann würde ich folgenden Bildschirm sehen, bei dem ich jetzt tippen kann, ja, ich fahre nicht und so bestätige ich dem Telefon, alles ist safe, alles ist gut und ja, das Telefon ließe sich jetzt ganz normal benutzen. Im Übrigen sind wir auch abgelenkt, wenn wir über die Freisprecheinrichtung telefonieren. Das haben Studien gezeigt. Man kann sich also grundsätzlich mal die Frage stellen, welcher Anruf so wichtig sein kann, dass er sich die Aufmerksamkeit des Fahrers mit dem Straßenverkehr teilen darf. Die Funktion beim Fahren nicht stören kommt gleich zwei menschlichen Schwächen entgegen. Erstens, sie schaltet sich automatisch ein und wieder aus. Man muss sich darum also überhaupt keine Gedanken mehr machen. Das ist ziemlich bequem, Stichwort Bequemlichkeit. Und zweitens sorgt sie halt dafür, dass wir vom Telefon viel weniger oder gar nicht mehr abgelenkt sind. Deshalb glaube ich, dass die Funktion so sinnvoll ist. Je mehr Menschen um diese Funktion wissen und sie aktivieren, desto besser. Desto besser für die Menschen, die diese Funktion nutzen, denn sie sind somit sicherer im Straßenverkehr unterwegs, sondern auch für alle anderen im Straßenverkehr. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.